In dieser Reportage geht es unter anderem um suizidale Gedanken und Depressionen. Also wenn euch diese Themen belasten, schaut das Video besser nicht an oder auf keinen Fall alleine. Da hatte ich das Gefühl, ich bin nur körperlich da und seelisch nicht. Ich konnte auch nicht mehr zurück. Veda sucht seit 4 Jahren einen Therapieplatz, weil sie unter psychischen Problemen massiv leidet. Doofe Gedanken heißt? Suizidgedanken. Mal eben hier aufschlitzen, dann mal eben von der Brücke runterspringen. Und so wie Veda geht es vielen Betroffenen, weil sie einfach viel zu lange auf Hilfe warten müssen. Aktuell ist meine Warteliste schon fast seit einem Jahr geschlossen. Sonst bin ich halt irgendwann im Burnout. Es ist einfach super frustrierend für beide Seiten. Ich versuche heute Veda zu helfen, zumindest mein erstes Gespräch mit einer Therapeutin zu bekommen. Außerdem will ich wissen, wie man möglichst schnell an einen Therapieplatz kommt. Ich habe gehört, da gibt es so den einen oder anderen Trick. Veda hat in ihrem Leben schon viel durchgemacht. Sie leidet an einer unheilbaren Magen-Darm-Entzündung und Endometriose. Außerdem hatte sie eine schwierige Kindheit. Als sich ihre Eltern getrennt haben, begannen ihre psychischen Probleme. Du hast ja gesagt, angefangen haben deine psychischen Probleme mit der Trennung deiner Eltern. Ich glaube, es war, als ich 9 war. Also es gibt eine Situation, da erinnere ich mich noch dran, auch wenn ich versuche, das immer wieder zu verdrängen, dass Mama mich zu ihm gebracht hat an einem Wochenende. Ich wollte, dass sie mich wieder mitnimmt, weil ich nicht da bleiben wollte. Und er hat gesagt, wenn du jetzt, also zu meiner Mama, und hat gesagt, wenn du jetzt nicht gehst, rufe ich die Polizei. Also das ist halt immer noch in meinem Kopf drin und geht nicht weg. Auf einigen Familienbildern von früher hat Veda das Gesicht ihres Vaters überklebt. Die Erinnerungen sind zu schmerzhaft. Wie würdest du denn deine psychischen Probleme beschreiben? Also ich habe viele Tage, wo ich mich quasi so lustlos fühle, dass ich nicht hochkomme. Also ich hatte auch eine Zeit lang, da war ich in der Schule, da hatte ich das Gefühl, ich bin nur körperlich da und seelisch nicht. Ich konnte auch nicht mehr zurück. Was waren denn so deine, ich sag mal, allerschlimmsten Phasen? Da hatte ich wirklich doofe Gedanken auch. Heißt? Suizidgedanken. Mal eben hier aufschlitzen, dann mal eben von der Brücke runterspringen. Oder okay, also sowas hast du dir schon ganz genau vorgestellt, okay, das könnte ich tun. Heute ist Veda froh, dass sie noch lebt. Es gibt immer schlechte Momente oder immer schlechte Phasen irgendwann. Und man macht das Beste irgendwie da draus. Veda versucht jetzt seit 4 Jahren einen Therapieplatz zu bekommen. In der Zeit hat sie viele Psychotherapeutinnen im Umkreis von gut 30 Kilometern angerufen. Ohne Erfolg. Das hat sie viel Kraft gekostet. Mittlerweile hat Veda die Hoffnung fast aufgegeben. Du brauchst sozusagen die richtige Therapie. Ja, ich brauche ein Grundgerüst, ein Fundament, damit das nicht nochmal passiert. Hoffentlich kann ich ihr dabei irgendwie helfen. Die große Frage ist, wie kommt Veda an einen Therapieplatz? Und zwar einen ambulanten, also in einer psychotherapeutischen Praxis, wo sie regelmäßig hingehen kann. Schritt 1 ist das Erstgespräch im Rahmen einer psychotherapeutischen Sprechstunde. Bei dem stellt eine Psychotherapeutin fest, ob sie eine Therapie wirklich braucht. Diese Bescheinigung benötigt Veda, damit ihre gesetzliche Krankenkasse den Therapieplatz später auch bezahlt. TherapeutInnen müssen Erstgespräche anbieten. Allerdings ist die Nachfrage hoch und das Angebot klein. Deswegen warten viele Betroffene wie Veda sehr lange. Wie viel Geduld man mitbringen muss, werde ich gleich selbst erfahren. Ich supporte Veda jetzt bei der Suche. Möchtest du eine Therapeutin, Therapeuten? Ist es egal? Am liebsten eine Therapeutin. Okay, warum eine Frau? Da ich früher mit meinem Vater so Probleme hatte, wäre, glaube ich, eine Frau besser. Mhm. Weil ich mich, glaube, dann auch besser öffnen kann. Okay. Wir schreiben also eine Liste mit allen Therapeutinnen im Umkreis von 40 Kilometern. Die wollen wir abtelefonieren. Alleine hatte Veda zuletzt nicht mehr die Kraft dafür. Ah, hier geht's schon los. Telefonsprechzeiten, mittwochs 12 bis 13:40 Uhr. Also die schreibe ich auf, aber den können wir heute nicht anrufen, weil heute ist Montag. Dann haben wir jetzt erstmal 15 Praxen, die wir durchtelefonieren können. Genau. Normalerweise würde ich eigentlich sagen, so beim Gesundheitssystem in Deutschland und so, wenn man jetzt 15 Praxen anruft, dann sollte doch ein Termin eigentlich drin sein von der Quote. Es ist eh schon mühsam genug. Was ist deine Prognose, wenn wir die 15 jetzt anrufen? Viel, wo keiner rangeht. Mhm. Und wahrscheinlich auch sehr viele Wartelisten, die voll sind.
Guten Tag, Sie sprechen mit dem Anrufbeantworter der Psychotherapiepraxis. Guten Tag, mein Name. Ich rufe an, weil ich gern einen Ersttermin bei Ihnen haben wollen würde. Sie erreichen mich unter der Nummer 01 75. Schönen Tag noch. So schnell geben wir nicht auf. Guten Tag, das ist der Anrufbeantworter der psychotherapeutischen Praxis Dr. Falls Sie einen neuen Therapieplatz suchen, bitte ich Sie um Verständnis, dass ich Sie nur dann zurückrufe, wenn ich in absehbarer Zeit auch einen Platz frei habe. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht vergeben. Hier ist die psychotherapeutische Praxis Dr. Das nervt mich ja jetzt schon und wir haben gerade erst angefangen. Wer gesetzlich versichert ist und die lange Liste aller PsychotherapeutInnen in der Umgebung nicht abtelefonieren will, hat eine Alternative. Ein Anruf bei der 116 117, den Terminservice der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die vermitteln einem unter anderem Erstgespräche. Da muss man zuerst bei einer automatischen Ansage Fragen beantworten und viel Zeit mitbringen. Meistens hängt man nämlich länger in der Warteschleife. Aber wie läuft so ein Erstgespräch eigentlich ab? Kann ich da was falsch machen? Das will ich gleich bei einer Psychotherapeutin herausfinden, die gesetzlich Versicherte behandelt. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in der Situation, ich brauche Hilfe, dann ist es eigentlich unangenehm, weil du das Gefühl hast, du musst dich jetzt gut verkaufen, damit du deinen Therapieplatz kriegst. Sebastian Malmeck. Ja, hi. Schön, dann kann sie mitkommen. Ja, wunderbar. Anke Glasmeier ist psychologische Psychotherapeutin mit Kassenzulassung. Genau so eine braucht WEDA. Anke ist auch auf Instagram als die Psychotherapeutin aktiv. Da informiert sie über mentale Gesundheit. Das Erstgespräch, das dient ja vor allem auch erstmal dazu, herauszukriegen, habe ich Aussicht überhaupt auf einen Therapieplatz? Was muss ich erzählen? Was muss ich vielleicht mir schon vorher überlegt haben? Es geht, glaube ich, darum, authentisch zu sein, seinen Leidensdruck deutlich zu machen. Was man nicht machen sollte, ist halt irgendwie sowas verharmlosen oder besonders dramatisieren, weil das kommt früher oder später ja im Kontext sowieso raus. Also dann spielen wir es einfach mal durch. Dann sage ich jetzt, ich habe regelmäßig Panikattacken in verschiedenen Situationen. Was sind dann so typische erste Fragen, die dann kommen? Können Sie ungefähr sagen, wann das erste Mal aufgetreten ist, also wie lange das schon so ungefähr geht? Hat das auch so Einfluss auf andere Lebensbereiche? Haben Sie eine Vermutung, was so die Ursache sein könnte? Das Erstgespräch dauert mindestens 50 Minuten. Häufig lasse ich die Menschen auch erstmal reden, um so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Ne? Weil ich bin ja erstmal im ersten Moment ja eine komplett fremde Person und man ist total nervös, denkt so, Gott, ich muss jetzt hier total gut performen, damit ich auf jeden Fall hier auch nochmal hinkommen kann. Aber dabei geht es wirklich nur darum, erstmal so ein bisschen die ganze Situation zu schildern. Also mehr passiert in dem ersten Termin auch an sich erstmal so gar nicht. Stellt die Therapeutin im Erstgespräch fest, dass du eine Therapie benötigst, wird das in so einem Formular bestätigt. Darin steht unter anderem, welche weiteren Schritte die Therapeutin empfiehlt. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Der Jackpot. Die Therapeutin bietet dir einen Therapieplatz an. Im Regelfall beginnt die Behandlung mit bis zu 4 Stunden zum besseren Kennenlernen. Das sind die sogenannten probatorischen Sitzungen, also Probesitzungen. Oder aber, die Therapeutin hat keinen freien Therapieplatz für dich. In diesem Fall musst du wieder von vorn starten. Dieses Mal hast du Erstgespräch und Bescheinigung aber schon in der Tasche. Jetzt kannst du entweder die Therapeutinnenliste nochmal durchtelefonieren oder du wählst die 116 117. Dort wird dann versucht, dir einen Therapieplatz zu vermitteln. Auch das kann einige Zeit dauern. Anke Glasmeier verrät an dieser Stelle einen wichtigen Tipp. Schreibt unbedingt auf, wie viele Therapeutinnen ihr schon abtelefoniert habt. Wenn ich aber das dokumentiert habe, dass ich irgendwie bei 10 Leuten Absage bekommen habe, dann muss man mit seiner Krankenkasse sprechen, was die fordern, weil dann kann man das Kostenerstattungsverfahren beantragen, wo dann die Krankenkasse die Therapie in einer Privatpraxis auch zahlt. 48% dieser Anträge werden halt erstmal abgelehnt, aber dann muss man halt manchmal nochmal in Widerspruch gehen. Das heißt, du musst das Go von deiner Krankenkasse einholen, dass sie dir eine Therapie in einer Privatpraxis bezahlt. Dann steigen deine Chancen auf einen Therapieplatz, weil du jetzt auch bei allen Privatpraxen anfragen kannst. Noch schneller geht es wahrscheinlich, wenn du die Krankenkasse rauslässt und alles selbst bezahlst. Viele PsychotherapeutInnen behandeln sogenannte Selbstzahler. Eine Stunde kostet im Schnitt zwischen 100 und 150 Euro.
Klar, das ist für die meisten viel zu teuer. Anke Glasmeier geht es wie vielen anderen niedergelassenen PsychotherapeutInnen. Sie bekommt sehr viele Therapieplatzanfragen. Aktuell ist meine Warteliste schon fast seit einem Jahr geschlossen. Ich kann ja auch erst neue Patienten aufnehmen, wenn ein anderer Patient seine Therapie beendet hat, weil sonst bin ich halt irgendwann im Burnout. Es ist einfach super frustrierend für beide Seiten. Nach zig Absagen sind manche Betroffene verzweifelt. Die drohen dann damit, so, sie waren jetzt meine letzte Chance und jetzt bringe ich mich um oder jetzt gebe ich auf und so. Das ist nicht nur für die PatientInnen belastend. Ja. Wichtig, in akuten psychischen Notfällen wende dich bitte direkt an eine psychiatrische Klinik oder Psychiatrie, damit du stationär aufgenommen werden kannst. Wenn eine unmittelbare Gefahr für dich selbst oder andere besteht, ruf bitte sofort den Rettungsdienst oder die Polizei. Zurück zu Veda. Die sucht immer noch ein Erstgespräch. Guten Tag. Sie haben die Nummer der psychotherapeutischen Praxis gewählt. Im Augenblick sind wir nicht persönlich zu sprechen. Wenn Sie möchten, können Sie uns eine Ansage auf Band hinterlassen. Wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen zurück. Auf Wiederhören. Es zeichnet sich ein Muster ab. Ich meine, die können ja auch nichts dafür, wenn sie einfach zu viele PatientInnen haben. Ne? Das darf man denen ja nicht persönlich vorwerfen. Aber so auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt hier auch also neben dir so in die Betroffenenlage hineinversetze, dann denke ich so, boah, wir machen trotzdem weiter. Hallo, wieder mein Name. Ich würde gerne einen Ersttermin haben. Ich kann im Moment leider keine Erstgespräche anbieten, weil ich auch nicht auf die Warteliste aufnehme im Moment. Okay. Wegen zu langer Wartezeit. Alles klar. Alles Gute. Dankeschön, schönen Tag. Tschüss. Wir haben wenigstens jemanden dran geworfen. Wir haben einen echten Menschen erreicht und sie sagt, nicht mal Warteliste. Ja. Ne? Inzwischen ist über eine Stunde vergangen und Veda hat auf 12 Anrufbeantworter gesprochen. Es bleibt nur noch eine Nummer auf unserer Liste. Wenn da jetzt niemand abhebt, wird das heute wieder nichts mit dem Erstgespräch für Veda. Ja, hallo? Guten Tag, Veda, mein Name. Ich bin auf der Suche nach einem Erstgespräch. Waren Sie schon mal in Therapie? Nein. Ich habe im Moment leider keine Therapieplätze, aber Sprechstunden vergebe ich. Ich könnte Sie auf die Warteliste für einen Therapieplatz packen. Gerne. Jetzt am Freitag um 10 Uhr? Perfekt. Alles klar, dann sehen wir uns am Freitag um 10 Uhr. Perfekt, danke schön. Tschüss, schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss. Das hatte ich nicht erwartet. Ja, also ich jetzt auch nicht, aber es ist ja echt schön. Ich meine, sie hat gleich gesagt, Therapieplätze hat sie nicht. Also es geht sozusagen nur ums Erstgespräch und die könnte dir dann diesen Wisch da ausstellen, dass du halt therapiebedürftig bist und dann müsstest du woanders nach einem Therapieplatz gucken, was vermutlich dann auch wieder schwer wird. Aber ja, aber immerhin, ich meine, das ist jetzt am Freitag. Ja, das ist krass. Wie geht's dir jetzt? Ich freue mich gerade. Ich hatte das wirklich nicht erwartet, also kann ich, glaube ich, fast kaum glauben. Ich finde es auf der anderen Seite auch eigentlich krass, einen Termin zu einem Erstgespräch zu bekommen, dass sich das wie ein Jackpot anfühlt, wo man gleich gesagt bekommt, ja, aber die Therapie gibt es bei mir nicht, ich habe da keine Kapazitäten, hat sie ja sofort im zweiten Satz gesagt. Also, und darüber freut man sich schon, ne? Das zeigt ja eigentlich, wie kaputt dieses System ist oder wie überlastet. Habe ich nicht mit gerechnet, aber manchmal muss man einfach auch Glück haben. Dann sprechen wir uns auf jeden Fall am Freitag. Ich will wissen, wie es gelaufen ist. Und dann hoffen wir, dass das irgendwie mit dem Therapieplatz auch noch klappt. Bestimmt. Lass dich drücken. Tschüss. Bis Freitag. Tschüss. Ciao. Im Schnitt warten gesetzlich Versicherte zwischen Erstgespräch und Therapiebeginn rund 5 Monate. Der Grund, es gibt einfach zu wenige PsychotherapeutInnen mit Kassenzulassung wie Anke. Die Wartezeit kann man aber sinnvoll überbrücken. Zum Beispiel mit Selbsthilfegruppen, psychologischen Beratungsstellen oder telefonischen Beratungsdiensten wie der Telefonseelsorge. Schau mal in den Beschreibungstext, da findest du eine Auswahl. Oder du machst es ganz anders. Leute, vielleicht kommt hier der Lifehack für alle auf Therapieplatzsuche.
Ich habe nämlich einen Termin in dieser Ausbildungsambulanz. Das könnte ein Trick sein, um schneller an einen Therapieplatz zu kommen. Wie das genau funktioniert und wer mich da eigentlich therapieren würde, das finde ich jetzt raus. Ich bin in einer staatlich anerkannten Ausbildungsambulanz in München. Hier lernen angehende PsychotherapeutInnen, wie man echte PatientInnen behandelt. Und jetzt haltet euch fest, wie lange man hier auf einen Therapieplatz wartet. Für die wirklich Psychotherapie in Frage kommt und wo auch wir als Ausbildungsambulanz geeignet sind für diese Patienten, die warten tatsächlich nicht lange. Also sind die ein bisschen zeitlich flexibel, warten die dann vielleicht 2 bis 4 Wochen auf den Therapieplatz. Okay, 2 bis 4 Wochen, das ist ja, also im Vergleich ist es ja wahnsinnig schnell. Ich glaube, da würden sich viele freuen, wenn sie so schnell ihren Therapieplatz hätten. Ja, hängt natürlich damit zusammen, dass wir wirklich eine große Ausbildungsambulanz sind. Also wir haben ungefähr aktuell 180 Erwachsenen, Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Ausbildung. Und bei der großen Zahl ist es ja klar, dass auch immer wieder Kapazitäten frei werden. Die Wartezeiten sind zwar je nach Ambulanz unterschiedlich, aber nach unserer Recherche oft deutlich kürzer als bei niedergelassenen TherapeutInnen. Habt ihr denn schon mal selbst einen Therapieplatz gesucht? Und wenn ja, wie lange musst ihr warten? Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Ich frage mich noch, sind TherapeutInnen in Ausbildung überhaupt schon weit genug, um Menschen mit psychischen Erkrankungen kompetent zu behandeln? Die Ausbildung umfasst so im Schnitt 4 Jahre. Also ich habe zuvor Psychologie studiert, so wie die meisten hier. Und im Rahmen dieser 4 Jahre durchlaufen wir schon eine sehr umfangreiche Ausbildung. Die ersten 2 Semester sind wirklich so die Grundlagen, was wir so an Grundskills für Therapie brauchen. Danach machen wir eine Prüfung und dann können wir mit den ersten Patienten in der Ambulanz starten. Zusätzlich treffen sich die AusbildungstherapeutInnen regelmäßig mit erfahrenen TherapeutInnen und können sich zum Beispiel bei Problemen Rat holen. Da gilt sozusagen dieses Vier-Augen-Prinzip. Der Patient oder die Patientin hat dann sozusagen den Vorteil, dass er oder sie eigentlich von 2 Therapeutinnen behandelt wird. Also ich habe gerade so den Eindruck, letztendlich ist es fast eine Art Jackpot für mich als Patient, weil ich meine, so viel Vorbereitung und Input, wie wahrscheinlich hier ihr in diese Therapiesitzungen steckt, das kann ja kein niedergelassener Therapeut oder Therapeutin. Also in dem Maß bestimmt nicht. Ja. Also 1 Stunde Vorbereitung für 1 Therapiestunde zu berechnen, nee. Allein in Bayern gibt es etwa 50 staatlich anerkannte Ausbildungsambulanzen. Übersichtslisten findest du auf den Webseiten der Psychotherapeutenkammern der Bundesländer. Veda ist auf dem Weg zum Erstgespräch im Ort nebenan. Es geht um viel. Sie braucht unbedingt die Bescheinigung, dass sie eine Therapie nötig hat. Ich bin ein wenig nervös, weil ich nicht genau weiß, worauf ich mich jetzt oder was jetzt passiert. 3 Stunden später bin ich mit Veda verabredet. Hallo Veda! Du strahlst ja richtig. Ja. Das werte ich als sehr gutes Zeichen. Ja. Also sie war wirklich sehr herzlich. Also jetzt in den Ferien ist halt, da kriegt man schneller einen Termin. Deswegen ging das so schnell. Das heißt, weil jetzt Ferien waren, hatten wir oder du hattest Glück, dass du da jetzt so schnell den Termin bekommen hast. Das war so ein bisschen Zufall. Genau. Und das Beste, Veda hat die Bescheinigung bekommen. Damit übernimmt die Krankenkasse die Kosten für ihre Psychotherapie. Und was ist jetzt mit dem Therapieplatz? Genau, also sie meinte, es ist ein bisschen wie so ein Lottospiel. Sie lost das quasi ein bisschen dann wahrscheinlich aus. Es kommt halt darauf an, ob jetzt ein freier Platz frei wird oder nicht. Also wenn jemand umzieht oder sonstiges. Und wie ist jetzt dein Plan? Du wirst jetzt erstmal versuchen, mit dieser Therapeutin weiterzumachen und die nächsten Gespräche zu führen, um dann gegebenenfalls einen Therapieplatz zu bekommen. Ja, definitiv. Also sie war super nett. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Wenn es klappen würde, würde ich mich natürlich sehr freuen. Außerdem hat Veda noch Rückmeldung von einer anderen Therapeutin bekommen, der sie auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte. Die meinte, dass sie bald in Rente geht und dass die Nachfolgerin quasi jetzt ihr erlaubt hat, eine kleine Liste zu machen. Und sie hat mich dann direkt da drauf geschrieben. Ah, okay. Das heißt, es ist auch noch eine Option, dass vielleicht es bei einer anderen Therapeutin in deiner Region klappt. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit und ich drücke natürlich alle Daumen, die ich habe, dass das jetzt auch wirklich klappt und schnell klappt mit dem Therapieplatz. Danke. Und halt uns auf dem Laufenden. Mach ich. Tschüss. Tschüss. So wie Veda geht es leider vielen. Zwar hat sie jetzt ihr Erstgespräch gehabt, aber auch 3 Wochen nach dem Termin sucht sie immer noch nach einem Therapieplatz. Und wie lange das alles noch dauert, kann im Moment niemand sagen. Denn in Deutschland gibt es einfach zu wenig Therapieplätze und das bedeutet für die Betroffenen,
Sie müssen weiter durchhalten, es immer weiter probieren, damit Sie endlich irgendwann die Hilfe bekommen, die Sie so dringend brauchen. Wenn ihr regelmäßig sehen wollt, wie wir aktuellen Problemen nachgehen, dann lasst uns mal hier ein Abo da. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wer eigentlich verantwortlich dafür ist, dass Menschen wie Veda so lange auf einen Therapieplatz warten müssen und wie sich das ändern könnte, dann schaut mal hier bei Jan Böhmermann vorbei. Und hier gehen wir der Frage nach, wie toxisch ist eigentlich TikTok?